Hey Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi. Wir befinden uns hier in unserem kleinen, an der kleinen Basis und läuft nicht so gut. So, muss das mal wieder anmachen. Das vergesse ich immer andauernd. Aber die läuft gerade. Okay, dann passt das soweit. So. Ach, sie ist weg, die Mission. Wer bist du hier? Das ist unsere Dings und da. Gut, dann suche ich sie mal und spreche über die Bedenken. Ich habe dir schon mal angefangen. Die Mission. Aber ich weiß gar nicht, wo sie jetzt hin ist. Okay. Hat sie ein bisschen recht? Jack. We can't keep patching folks up unless we find more men. So. Mission besteht noch. Aber ich würde es jetzt erstmal ungern machen wollen, denn wir haben hier ganz schön viel Infektionsherde. Würde mich lieber mal darum kümmern, dass da ein bisschen weg, dass wir da ein paar wegmachen. Ganz einfach, das ist echt gerade zu viel los. Oh, jetzt hatte ich aber gerade ein bisschen Schiss. Genau, ich weiß gerade gar nicht, wie spät es ist. Im Kofferraum befindet sich nichts, das Auto ist. Aber es ist dunkel und ich sehe da mal nicht so gut. Hm. Hey folks, Twain here from the network. Giving you the straight dope as always. Look people, we've been left in the cold. Do you remember our leaders? The ones who got us into this mess? But what I'm hearing is that they're all safe and sound in bunkers and tropical islands. Just waiting until we're all dead. Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Uhrzeit irgendwo? Wir kümmern uns hier erstmal um die. Okay, minus 15. Kein Wachturm machen sie auch nicht. Okay, okay, okay. Ich weiß gar nicht, wie viel. Oder. Naja, egal. Wir kümmern uns erstmal um ein paar Infektionsherde. Vielleicht auch um den hier. Ist auch nicht so umfangreich. Aber fangen wir erstmal mit denen hier an. Ich weiß jetzt nicht ganz. Ich laufe jetzt mal los. Mal rein, vielleicht liegen hier zufällig Medikamente rum. Ja, was sollen wir hier? Wir wohnen niemanden. Brauchen wir nicht. Okay, gibt nichts. Gut, dann laufe ich halt die drei Runden, waren halt völlig umsonst. Aber egal. Haben sie gemacht und. So, ist ein Stückchen Weg. Hoffentlich kommen wir an, wenn es denn. War ja schon immer ein Zaun? Bin ich da schon immer drüber gesprungen? Oh, ich bin so vergesslich. Geht gar nicht. Genau, wir brauchen Medikamente. Den anderes brauchen wir momentan nicht so viel. Von daher können wir das alles liegen lassen. Und Zeit merken, wo es liegt. Hier, glaube ich, noch Benzin. Auch wichtig. Aber brauchen wir momentan nicht. Wir haben, glaube ich, da genug. Und können das mal alles so liegen lassen. Ich hoffe, dass es bald heller wird. Ich habe immer Angst. Im Dunkeln. Mit Zombies. Ist nicht meins. So. Wir hoffen, dass wir ihn da nicht wiedersehen.
creeps are going to start attacking if we don't take care of these infestations. Ja, ich weiß. Deswegen gehst du jetzt los und mach das. Hoffentlich erfolgreich. Da ist noch einer, der hat rote Augen und die mit roten Augen sind, naja. Die möchte man auch nicht unbedingt zu nahe kommen. Wir schleichen uns aber an. Und halten fest, der hat eine schöne Frisur. Dummerweise wird's und wird's nicht heller. Na doch langsam, ich glaube langsam tritt die hier. Oh. So, wir sind auch langsam da, also es ist nicht mehr weit weg und ich glaube, da vorne läuft noch ein Zombie rum. Kann sein, also wir werden bestimmt schießen. Ich hoffe, dass ich diesmal treffe und dass alles Kopfschüsse sind. Ich kann noch mal kurz hier reingucken, um zu gucken, ob das hier leer ist und... Ein Zimmer. Ist natürlich dann, haben wir da noch einen kleinen Rückzugsort, falls doch mal was sein sollte. Looks clear. Und man hört es schon. Hier ist irgendwas. Also irgendeine kriecht hier rum, steht hier rum, läuft hier rum. Auf jeden Fall Zombie in der Nähe. Okay, der ist weg. Auch der Schuppen kann beansprucht werden, aber... Wow, echt so dunkel. Dann spiele ich das auch noch in der Nacht. Vielleicht nicht die beste Überlegung. Und das hört sich echt viel an. This place could have something we need. Ich guck mal, was ich finde. Vielleicht finde ich ein Medikament, dann mache ich mich gleich mal direkt wieder zurück und gebe wieder ab. Damit die Stimmung ein bisschen besser wird, aber der war nix. I'm sure I can put this to good use. Okay, das lasse ich auch mal da. Bevor es mit dem uns zerfällt und... Okay, da war es einer weniger. Looks like we have a screamer over here. Yo, mental shit. Need a little help. Wow. Okay.
Wow, easy hustle. Nein, echt ernst, Leute. Ich bin so ein Noob mit der Waffe. Oh, der Krieg ist schnell. Okay. Also ein bisschen Lebensmittel und vor allen Dingen. Ah, schön. Der Typ ist da hinten. Da muss ich da nochmal hingucken, dass ich den Schreier irgendwie loswerde. Und ja, dann egal. So, es war erstmal einer. Ja. Grundsätzlich lief es nicht so gut. Aber wir hatten schon schlimmere Versuche, von daher bin ich recht zuversichtlich. Da ist nichts, das ist sehr schade. Ich mach's mal nicht schnell, nicht, dass nicht irgendwas kaputt geht oder keine Ahnung was. Und ich hoffe, dass wir nochmal Joe treffen, dass es ihr wieder gut geht. Dass wir da auf neue Missionen gehen können. Okay, sicher. Das ist schon mal nicht schlecht. Es gibt zwei Betten. Wir sind ja eh nur vier Leute. Also auch. Das ist nicht weiter schlimm. Ich wollte eigentlich die eine Lagerhalle in Anspruch nehmen, aber dafür brauchen wir noch 2000 Einflusspunkte. Und die habe ich einfach nicht. Hier gibt es ein Buch. Molotow-Charakter auch nicht schlecht und was zum Heilen ist auch nicht verkehrt, ich weiß nicht. Ach nee, ist das gut? Kann ich sie mitnehmen? Nein, momentan nicht, das ist natürlich schade. Aber hier muss es noch ein Behältnis geben. Ah, das hier. Wer bist du? Kann mich gar nicht erinnern, aber schön. It looks like this place is cleared out. Sorry, can't carry that. So, wir gucken mal kurz auf die Karte und wir sehen, dass... Ja, gehe ich da hin? Aber ich müsste vielleicht erstmal zurückgehen und das loswerden, was ich habe. Jetzt hör doch auf, du Zombie. So, wir gehen erstmal schnell zurück. Will der mich verarschen? So. Genau. Wir gehen erstmal wieder zurück. Und bringen mal das, die Sachen weg, die wir haben. Um einfach da mal ein bisschen produktiver zu sein, auch da was mitnehmen zu können. Das bringt ja nichts, wenn wir da überall hingehen und nichts mehr tragen können. Ich überlege gerade, wie ich renne. Ich renne nicht so oft hier. Ist ja auch ein bisschen gefährlich. Zwecks Ausdauer. Da flitzen wir wie doof rum und die Ausdauer geht weg und sterben dann. Alles schon passiert. Oder auch fast passiert. Überfahren werden tun wir nicht. Oder können wir nicht werden, da es hier nicht so viel gibt, was rumfährt. Von daher können wir mal locker los flitzen. Ich mach mal, damit wir das Leichte sehen und ich auch nicht verpasse.
das so und wissen ungefähr, wie weit es noch ist. Und da ist ein Zombie und der ist alleine ohne Freunde, deswegen schlagen wir ihn tot. Warum hat er so Mützen auf? So. Haben wir mal voll in die Fresse gehauen und ruhig war er. Oh ja, du bist es. Okay, ohne Kopf lebt sich halt schlecht. Da kann man schon mal umkippen. So, ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen deprimiert, weil es noch sehr viele... Was? Wo? Hier gibt's noch... Oh! Wo denn? Wo sind die im Fragezeichen? Es sind so viele Fragezeichen, ich blick gar nicht mehr durch. Wir müssen echt mal ein bisschen noch was durchsuchen, aber ich sehe momentan auch kein Fragezeichen. Wo ich jetzt sagen könnte, da sollten wir mal uns hinmachen. Willst du mich verarschen? Da war ich gerade. Da gehe ich nochmal schnell zurück. Um ihm einfach mal zu helfen. Und warum? Da war ich gerade. Vor 5 Minuten. Nein, 5 Minuten wäre 4. Vor ein paar Sekunden war ich da, da war niemand. Okay, 17 Schuss. So. Okay, hat ein bisschen gedauert, deswegen sollten wir doch lieber daran bedacht sein, dass wir das Ganze machen, wenn wir die leise von hinten. Wo kommen die alle her? Oh, hier sind 2. Nein, jetzt mal ganz ehrlich, hier bin ich gerade vorbeiflaniert. Da war nicht einer da. Und jetzt hängt da schon wieder 2 ab. 3 ab. Genauso wie das, da war ich gerade eben, da war nichts da. Jetzt einmal, oh, da ist ein Überlebender, guck mal hin. Mach mich ein bisschen fertig. Over here, Kid. Ja, ich weiß, dass du da drüben bist. Dumme Sau, hättest du nicht vor 3 Minuten rufen können? Nein, ich mach Stunden später. Zum Glück habe ich mal auf die Karte geguckt. Mache ich nicht oft, krieg ich nicht mit. Halt die Fresse, hat gar nicht lang gedauert. How's it going? Ganz gut. Gefühlt habe ich das schon mal gelesen. Und ich glaube, das ist weit weg. Not too shabby. Ich guck mal kurz hin, wo. Nö, ist nicht weit weg. Dann war ich schlecht informiert. Na komm, dann gehen wir gleich mal dahin. Kommst du jetzt? Ist ein Zaun, kommst du rüber? Hat er mich verloren? Kennt er den Weg nicht? Einmal mit Profis arbeiten. Das wäre was. So. Ich kann ja mal hier die Kisten durchsuchen. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Die sind recht groß. Und vielleicht finden wir was, was ich brauche. Auf der anderen Seite können wir ihn vielleicht missbrauchen, damit uns hilft bei dem Infektionsherd, der da oben sich noch versteckt. Ach, Munition finde ich hier. Auch nicht verkehrt, brauche ich aber momentan überhaupt nicht. I'm a little full at the moment. Kann ich das mal ablegen oder irgend sowas? Ich weiß gar nicht, Schrauben schnell. Das ist ein Mod, den würde ich nicht umgehen. Na gut. Machen wir erstmal weiter. Kann ich das kaputt fahren? Ich
think I'll take that. Oh, schön, Munition. Und was ist hier drin? Wir finden nur das, was wir nicht brauchen. Und das, was wir brauchen, finden wir nie. So, haben wir jetzt eins mitgenommen. Oh, das war gerade wieder voll der Versprecher. Oh, da ist was zu mir. Oh, der ist krebelig, schnell. Oh Gott, das will. Wie soll ich denn ausweichen? Runter. Oh, echt jetzt? Das ist echt total Hammer. Mach ihn tot. Scheiße. Total gut, dass ich zu zweit hier rumrenne. Vor allem, dass der zweite ihn überhaupt nicht trifft. Oh. Ist der noch da? Der schießt dumm. Rum wie dumm und... Ist... Lebt der? Nein, wollte gerade sagen. Oh, ein Schrei und ein noch irgendwas. Go on, let it all out. Das war auch wieder ein Infektionsherd. Ach, so ein Mist. Vielleicht finde ich ja eine Waffe. Oh, schön. Tatsächlich finde ich eine. Ja, den Scheiß nehme ich mit. Den brauche ich nicht. Och nein, Zombie, haut ab. Sie brauchen eine Pause. Benzin. Ich würde das jetzt mal ja ablegen und dafür lieber irgendwas anderes mitnehmen. Das zum Beispiel. Achso, brauchen die, haben wir gerade geguckt und das ist ein Rucksack. Wo ist der denn da oben? Okay. Vor allen Dingen, da war das letzte Mal, wir waren ja schon mal vor kurzem hier, war ein Infektionsherd. Nein, da war so ein Herz. Oder Herd? Ich spreche es, glaube ich, falsch aus. Da war nichts von anderen zu sehen. Und jetzt? Ich habe nichts mehr. Kannst du mir helfen? Well, thanks. Let's get going. I'll show you to the base. So. Wir sind jetzt zu zweit und ich freue mich da riesig und sie ist ein bisschen geschafft. Beziehungsweise schon ziemlich am Ende. Ich würde jetzt mit ihr nicht unbedingt weitermachen wollen. Das sind drei Schreie und neun Dinger. Wird ein bisschen tricky, aber wir sind gerade einmal zu zweit und das ist vielleicht nicht ungünstig. Das da, das war Versuchung. Wie viel Munition habe ich? 27. Boah, ich dachte, hier spricht irgendwas. Wobei Zombies ja nicht sprechen, sondern einfach nur mal unnötig dumm aktiv sind. Ja, renn vor die Wand. Das machst du ganz gut. Du bist der Beste. So, wir haben jetzt wieder eine Nahkampfwaffe und ich hoffe, er hat Munition mit und einigermaßen irgendwas, mit was er sich verteidigen kann. There's a screamer close.
Willst du mich veralbern? Oh Scheiße, Verzeihung. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier hinten noch welche sind. Mach die nicht tot. Und mach mich nicht tot. Ich kann sie überhaupt gar nicht ziehen, wie man gerade feststellen kann. Geht doch mal. Uah! So ein Scheiß. Oh mein Gott. Sehr schön. Hammer. Ja, er fast tot und ich glaube, sie fast tot. Ihnen geht es auch nicht besser. War wohl definitiv erfolgreich und das ist sehr, sehr schön. So, ich guck mal, was es hier alles gibt. Wir gehen demnächst erstmal zurück und lecken uns die Wunden aus und freuen uns, dass wir es geschafft haben. Treated it like gold, of course. Plastic covers, locked frame, the whole deal. And even with all that caution, I still lost it when the house caught fire. Nothing we can use. Kein Ding. Gucken, was sich hier noch befindet, und dann fehlt noch irgendwo einer. Nothing like an apocalypse to prove out the whole survival of the fittest thing. Okay, das ist wird ein harter Weg, aber gut. Hätte ich auch Munition nehmen können, aber ich habe mich gerade für Benzin entschieden, weiß gar nicht warum, aber sei es drum. So. Ja. Willst du mich veralbern? Was war denn jetzt mit dir? Was wollen die jetzt von mir? Da bin ich einmal nicht... Okay, zweimal nicht hilfsbereit und dann mögen die mich nicht. Undank ist der Weltenlohn. Und jetzt mal ganz ehrlich, da war doch gerade nichts. Ich weiß gar nicht, was die wollten. Hab daran dauernd drauf geguckt und jetzt war ich mal arschweit weg und hatte ein bisschen anderes Problem. Okay, Waffe geht auch bald kaputt. Ich glaube, hier war noch eine neue. Oder auch Munition, irgend sowas. Ich wollte mich bei denen noch ein bisschen unterstellen. Wird wohl nichts. Kann ich mir nur schenken. Okay, wir gehen erstmal weiter. Zur Basis. Sie hat sich eine Pause verdient. Was machst denn du? Need to take it down before it gets too close. Krass. Bin ich schon mal durchgefahren? Ging nicht gut aus. Also wir sollten da jetzt unbedingt nicht drauf rum durch reinflitzen oder sowas. Sollten vielleicht jetzt, oder ich versuche jetzt mal einfach mal nicht so, dass wir uns da vorbeischleichen,
Ganz einfach, weil das bringt nichts. Wir machen uns nur die Ressourcen kaputt. Und wir wollen ja eh nicht in irgendein Haus jetzt rein. So, dass wir die einfach mal rechts und links liegen lassen und da einfach mal weitergehen. Ja, ich weiß, sie ist kaputt. Aber wir sind bald da. Dauert noch ein bisschen. Wechsel mal die Straßenseite, da ist ein Zombie und könnte uns vielleicht hören. Sollten vielleicht dran denken, dass wenn sie dann, wenn wir sie wieder wählen, dass wir ihr dann mal neue Pistole einstecken. So, da ist auch noch einer, aber ihn ignorieren wir mal komplett und gehen da einfach mal dran vorbei. Auch da ist noch einer. Auch ihn versuchen wir mal komplett zu ignorieren. Ich mach mal ein Stückchen weiter, sicher ist sicher. Nothing good left in here. So, da ist der Berg. Unglaublich schwer, ihn im Dunkeln zu finden. Stelle ich mich sehr bescheiden an. Habt ihr gerade gesehen, es war sehr, sehr dunkel. Und da sehe ich halt einfach mal nicht so viel und tue mich da ein bisschen schwer. Na gut, sind da. This is it. Welcome home. You did me a solid. Thanks for having me. I hope everyone's ready for a long fight. We'd be able to do more around here if we had water access. Hier war noch irgendwas, aber ich glaube, das hat Hat er kommen und sorgen? Hey, what's up? Was geht? By now. So, Essen haben wir sehr viel. Benzin sehe ich gerade gar nicht. 8 Stück. So, ich packe mal alles rein, was wir so bei uns hatten. Schön. Und die hat sich da erstmal ein bisschen Pause verdient. Sehr, sehr schön. Genau, sie packen jetzt. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich hoffe, die machen das. Achso, das sind ja die 4 Punkte, sind unsere. Und das andere war ein Zombie. So, schlaf mal, brauchst du. Okay, das ist ein ganz guter Kräuterkunde. We survived through yet another one of these. Damn, we sure are resilient. So, er hat noch einen Schuss. Kein Problem, ich glaube, irgendwo haben wir noch Munition und da muss ich mal die Ansicht wechseln. Nee, die haben wir doch nicht. Schade. Wir haben eine 73er, aber das ist halt ein Automatikgewehr und das geht, denke ich mal, ruckzuck weg. So, hat erstmal ein Gewehr. Und dann geben wir ihn gleich noch ein bisschen davon mit und davon mit. Und eventuell, wenn mich alles täuscht, finden wir auch noch mal einen Rucksack. Aber wahrscheinlich auch nicht. Nee,
wahrscheinlich auch. Ah, doch, hier haben wir einen. Und den können wir dann, wenn ich wieder klarkomme drauf, auspacken. Also so ablegen. Oder einlagern. So. Passt das Ganze viel, viel besser. So. Okay. Liebe Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Das nächste Mal begeben wir uns mal hier hin. Wird ein bisschen gefährlicher, da wir da bei unseren nicht mehr Freunden vorbeikommen. Ah. Ja, wenn ich was hilfe, ich brauche mal Nahrung, da interessiert sich auch kein Schwein für. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Oh, das sind zwei. Das ist doof. Wobei das noch recht klein ist. Aber hier ist so ein... Ach, das wird wieder schwieriger. Ah, da finden wir Lebensmittel, aber keine anderen Sachen, die wir so brauchen. Die jetzt mal so ein bisschen wichtig sein könnten. Was finden wir hier? Lebensmittel? Lebensmittel? Keine Ahnung was. Keine Ahnung was. So, aber das war es erstmal an dieser Stelle. Wir machen das nächste Mal weiter und gucken mal, wie es dann weitergeht. Oh, das ist schon Bürger. So schnell kann es gehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ganz viele Däumchen da lasst. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye.